Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Vorredner, ich habe vom Kollegen Rolf Boy, der thematisch ja zuständig ist und am Krankenbett arbeiten kann, eine 10-seitige Rede vorbereitet bekommen, die ich Ihnen, wie man fast zu Protokoll geben könnte, also fachlich hochwertig natürlich, selbstverständlich. Bitte, doch, also da würde vielleicht sogar die FDP zustimmen können. Es beginnt wirklich damit. Die Rede beginnt wirklich damit, dass er seine politische Biografie aufschreibt, wie er in den 70er Jahren zu den Grünen gekommen ist und die Visionen, die man hatte etc. und dann zur Mobilitätsvision kommt. Und in dem Antrag der Piraten ist ja auch eine Mobilitätsvision skizziert, die durchaus auch einen gesellschaftlichen Sinn und Nutzen hat, wenn man an die mittel- bis langfristige Zukunft denkt, aber, und deswegen können wir diesem Antrag eben nicht zustimmen, jetzt das Land zu beauftragen, 100.000 fahrerlose Mobile für den Landesdienst zu bestellen etc., also zum jetzigen Zeitpunkt der Technik und der Forschung, würde man weit in die Zukunft greifen und würde sich möglicherweise eine Modellgeneration hier einhandeln, die nicht nur nicht auf dem Markt ist, sondern überhaupt nicht ausgereift ist. Wir hatten ja eine durchaus interessante Anhörung im Ausschuss zum Thema autonomes Fahren, wo uns auch für die nächsten Jahre interessante Handlungsperspektiven aufgezeigt worden sind. Aber auch aus dem aktuellen Austausch, ich hatte gestern noch die Chance, mit einem führenden Automobilvertreter einer deutschen Automobilfirma zu sprechen, auch gerade zu der Frage autonomes Fahren. Und da war doch die Perspektive 2030 folgende, was Technik etc. angeht. Wir haben auf Bundesebene ja vom Bundesverkehrsminister die Kommission eingerichtet, zum Ethikkommission zum Thema autonomes Fahren etc. Also zum jetzigen Zeitpunkt können wir jedenfalls nicht sagen, dass sich die Technik schon so weit hier ausgereift präsentiert, dass man einen solchen Antrag hier befassen und beschließen könnte. Es ist eine Perspektive aufgezeigt, der wir uns auch gerne in den nächsten Legislaturperioden widmen werden. Aber dieser Antrag ist nicht ausgereift. Deswegen können wir ihn auch an dieser Stelle nicht positiv bescheiden, sondern votieren eben mit Nein an dieser Stelle. Kollege Klocke, gestatten Sie mir eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Oliver Trump-Bayer. Ja. Würde ich, Herr Präsident, würde ich zulassen, wobei mir optisch eher Herr Assange einfiel, als ich den Kollegen Bayer sah, aber wie auch immer. Ja, ist sehr schade, es sollte eigentlich Wilders darstellen. Herr Kollege Bayer, Sie haben das Wort. Ja. Vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen, Herr Klocke. Nun haben Sie gesagt, ja, 2030 folgende könne man dran denken. Nun sind ja die Nahverkehrspläne, die dann demnächst irgendwann mal beginnen und jetzt konzeptioniert werden, auf 15 Jahre teilweise ausgelegt. Dann befinden wir uns ja ganz locker in dem Bereich. Wann soll man denn anfangen, die Technik zu lenken und zu steuern, wohin es gehen soll? Irgendwann ist ja in den nächsten Legislaturperioden, wie Sie sagten, irgendwann ist ja der Zug dann abgefahren und die autonomen Fahrzeuge existieren als Individualverkehr, aber nicht im ÖPNV. Na, wir sollten jetzt an die Zukunft denken und sollten auch entsprechend im intensiven Austausch mit der Industrie daran mitwirken, dass die Innovationen hier marktreif werden. Aber Ihr Antrag ist ja anders formuliert. Also wenn ich mir allein den Punkt 1 im Forderungskatalog angucke, gibt es ja einen direkten Handlungsauftrag an die Landesregierung. Und wenn Sie uns bitten, einen solchen Antrag hiermit zu unterstützen, dann muss ich ganz klar sagen, das können wir an dieser Stelle nicht machen, weil einfach weder Technik noch sozusagen Implementierung so weit fortgeschritten sind. Also es ist ja ein durchaus visionärer Teil im Antrag, den wir auch interessant und richtig finden, aber der konkrete Forderungskatalog erlaubt es uns nicht, dem Antrag zuzustimmen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr